Letztes Sorbet für heute, Bananensorbet. Heute mit frischen Bananen. Normalerweise kommt jetzt immer die Frage aus dem Publikum, sind die Fairtrade? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber sie sind reif und sie sind lecker. Das ist wichtig bei der Banane. Wenn ihr große braune Stellen drin habt, bitte wegschneiden, weil das wollen wir nachher nicht haben. Wir wollen ja eigentlich ein schönes, weißes Bananeneis haben. Und es gibt bei der Banane eine kleine Besonderheit, nämlich das mit dem Braunwerden. Deshalb machen wir Zitronensaft mit dazu, den hier. Wenn ihr jetzt viel Bananeneis machen wollt, dann könnt ihr euch auch einfach ein Eiswasser machen. Macht da ein bisschen Zitronensaft rein. Und da könnt ihr dann eure geschälten Bananen reinschmeißen, dass sie nicht in der Vorbereitungszeit schon braun werden. Weil es ist nichts geiler als ein richtig schönes weißes Bananensorbet oder Bananenmilcheis. Das ist gerade ziemlich egal. Wir machen heute ja die Variante Sorbet. Bananenmilcheis machen wir ein anderes Mal auch nochmal. Und ihr habt richtig gehört, wir machen Sorbet. In den meisten Eisdielen wird im Bananeneis immer Milch zugegeben. Weil das Eis angeblich irgendwie cremiger macht und ich halte ehrlich gesagt nichts davon. Ich mache alle meine Sorbets komplett vegetarisch und komplett vegan. Insofern ist da jetzt auch schon mal die Milch vollkommen fehl am Platz. Und dank der grandiosen Eismaschine, die wir haben, wird unser Bananeneis auch so cremig und geschmeidig. Es sieht tatsächlich aus wie ein Milcheis, obwohl kein Gramm Sahne oder sonst irgendwas drin ist. Auch kein Milchpulver. Brauchen wir tatsächlich alles nicht. Aber die Zeit, wir könnten das ein bisschen das nächste Mal im Zeitraffer machen, weil so Bananenschälen ist nicht ganz so spannend. Wal, halt die Klappe. Der Wal hat gerade gemeint, er hätte auch gerne eine Banane. Aber es müsste eine Schwimmbanane sein. Der träumt schon wieder vom Urlaub. So, letzte Banane. Ganz spannend. Und jetzt machen wir was, was ihr vielleicht nicht erwartet habt. Ich werde diese Banane nicht hier reinschmeißen, sondern nur den Zitronensaft. Den Zitronensaft mixe ich auch noch mal ganz kurz ein in unserem Pyromix. Ja. Das war's schon. So, warum mache ich die Bananen nicht hier mit rein? Ganz einfach, wenn ich die Bananen jetzt in den Mix reinmache und das mit dem Mixer bearbeite, dann riecht es in unserer Eisküche wunderbar nach Banane. Aber diese ganzen ätherischen Öle, von der die Banane lebt, die sind dann in unserem Raum und die sind nicht in unserem Eis. Und deshalb machen wir jetzt was, was meines Wissens nicht in jeder Maschine geht, aber in unserer geilen Maschine geht's. Ich schmeiß die kompletten Bananen ohne die Schale in meine DICOM. Ich freue mich aufs Frieren. So, Attacke, geh hin. Rein damit. Wie gesagt, Bananen komplett in die Maschine. Das hat man früher bei den Spattelmaschinen auch gemacht. Die konnten das. Die meisten anderen Maschinen schaffen das heute nicht mehr. Aber es ist tatsächlich ein unglaubliches Plus an Aroma, wenn wir das Ganze machen. Das Eis schmeckt um Klassen besser, weil die ganzen ätherischen Öle eben da sind, wo sie hingehören. Nämlich im Eis und nicht in der Raumluft. So. Base mit Zitrone hinterher. Alles mit rein. Und los. Automatik. Start. Los.
Dann wollen wir noch mal gucken, wie unser Bananensorbet geworden ist. Ah ja, wunderbar. Träumchen. Ist das nicht herrlich? Was ich ungeschickte bei den Videos ist, dass ihr es leider nicht riechen könnt. Und auch nicht probieren könnt. Aber das ist absoluter Traum. Wie ihr seht, da sind kein einziges Stückchen mehr von der Banane zu sehen. Wenn tatsächlich noch eins drin wäre, dann sagen eure Kunden höchstens, wow, guck mal, mit richtiger, echter Banane gemacht. Was Besseres kann es eigentlich gar nicht geben. Ja. Da gleich nochmal ein bisschen Banane drauf. Die Banane noch ein kleines bisschen mit Zitrone beträufeln, dass er nicht so schnell braun wird. Perfekt. Top. Das gibt's bei mir später.